Schön ins Spiel gegangen. Von vorne weg die Räume gut genutzt. Es war ein super Start, nach einer Viertelstunde 3:0 zu führen. Ist nicht alltäglich. Was dann noch passiert ist, ist auch für mich noch unerklärlich, weil wenn du auswärts 3 Tore schießt, musst du einfach mit 3 Punkten nach Hause fahren. Haben uns den Schneid abkaufen lassen, haben unser Spiel nicht mehr so aufziehen können und sind ja leider Gottes dann auf die Verliererstraße geraten. Ja, es gibt natürlich Gründe dafür. Ich glaube, wenn man das einfach so sagt, man hat es verbockt, dann macht man sich das ein bisschen zu leicht. Ja, es ist ja auch für uns ein Stück weit schwer zu erklären. Und da, ja klar, haben wir schon Verständnis, wenn die Fans dann natürlich unzufrieden sind. Wir sind mindestens genauso unzufrieden. Ist aber auch nicht immer was für die Öffentlichkeit, was dann intern besprochen wird. Also bei uns ist es auch ein bisschen lauter geworden dann. Aber das gehört dazu, weil, wie gesagt, wenn du 3:0 auswärts führst, dann musst du das Ding einfach heimbringen. Aber jetzt geht es, glaube ich, darum, das Spiel abzuhaken und vollen Fokus dann auf Pauli zu richten. Da kommt wieder eine ganz andere Hausnummer, denke ich, zu uns ins Stadion. Die sind momentan auch richtig gut drauf, ähnlich wie Regensburg. Ich glaube, St. Pauli ist auch eine Mannschaft, die bringen in jedem Spiel auch ordentlich Zuschauer mal mit. Ja, glaube ich, eine ganz reizvolle Aufgabe, wo hoffentlich dann auch viele Zuschauer kommen werden. Also ich finde es echt so, das kann ein Faktor sein, warum du dann am Ende erfolgreich bist oder auch nicht. Man hat es jetzt in Regensburg, finde ich, eindrucksvoll gesehen, dass auch nach einem 0-3 Rückstand das ganze Stadion hinter der Mannschaft gestanden ist. Und wenn wir es wieder schaffen, dass wir da wieder Einheit sind mit unserem Publikum, dann sind wir auch wirklich schwer zu schlagen.